Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal wieder mit einer Zeitfahr-Challenge erstellt vom guten Borsti. Und heute geht es mal wieder darum, mit einer bestimmten Fahrzeugstreckenkombination im Zeitfahrmodus von Project Cars die schnellstmögliche Rundzeit zu fahren und das Ganze plattformübergreifend. Wenn ihr also mitmachen wollt, klickt auf die Links in der Beschreibung. Dort könnt ihr eure Zeit einreichen. Ihr müsst die allerdings mit einem kleinen Video beweisen sozusagen. Also könnt auch gerne den Bildschirm abfilmen, wenn ihr die Wiederholung aufzeichnet. Hauptsache man sieht dann die schnellste Rundzeit und die Runde, die dabei entstanden ist. Und dann könnt ihr es hochladen und dann können wir uns miteinander vergleichen. Sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox als auch auf dem PC, weil die Bedingungen überall gleich sind. Wichtig ist Standard-Setup, also bitte nichts verändern, sonst ist das Schummelei und das ist ja Quatsch. Ihr wollt euch ja nicht selber betrügen und uns auch nicht. Wir wollen ja einen ehrlichen Vergleich haben und das ist halt das Einzige, was man plattformübergreifend machen kann. Ja, heute geht's über Monza GP. Wir sind in Italien und wir fahren im Freecar 8, glaube ich, war es. Ne? Wir gehen mal direkt aus der Wiederholung raus und sitzen im Ford Falcon FG V8 Supercar, starten die Sitzung erneut und labern gar nicht großartig rum. Nein, wir fahren direkt. Na, müssen wir gucken. Ich muss ein bisschen reinkommen, das habe ich gerade schon gemerkt. Ein paar Runden habe ich schon gedreht. Aber wird sich zeigen, wie gut das klappt. Wir sind ein bisschen spät dran. Sorry, Borsti. Ja, ging leider nicht eher. War ja auch mit dem US Race Car Pack und so pickepacke voll, der Project Cars Rennkalender sozusagen. Aber hier geht's erstmal Runde 1. 2,81 macht das Ding hier spitze. Wir laufen in den Begrenzer. 635 V8 PS werden auf die Hinterräder losgelassen, die zum Glück hier warm sind schon. Ja, und wie gesagt, Standard-Setup. Nicht rumfuschen. Sonst gibt's was auf die Finger. Ah. Kurz nach dem 200er Schild ist meistens eine gute Marke hier zu bremsen mit der Karre. Und man muss höllisch auf die Curbs aufpassen, wie ich festgestellt habe, leidvoll festgestellt habe. Das werden wir gleich vielleicht noch sehen in der letzten schnellen Kurve. Das, naja, kann schon mal schwierig werden. Wenn man da auf die Curbs kommt, wird das Auto schnell unruhig. Und deswegen sollten wir das vermeiden. Hier zum Beispiel. Ah, das geht noch, aber auch hier, wenn die Curbs dann diese Kuhle kriegen. Oder auch hier, wenn es wieder links rüber geht und hier kommt sogar leicht der Arsch. Also es ist wirklich eine Handvoll zu fahren, sag ich mal. Obwohl es gar nicht so biestig ist, wie man es eigentlich auch wieder von der Leistung erwarten würde. Ja, ein bisschen spät jetzt aber. Das war nicht so geplant. Kommt trotzdem noch gut rein. Und schließen direkt mal die erste Runde hier ab. Ja, in meinen Proberunden war, glaube ich, die beste Zeit 1,50. Da werden wir jetzt, glaube ich, drunter sein schon. Ja, guck mal, 1,48 irgendwas. Das geht doch schon mal. Und hier mal bremsen. Etwas spät. Geht aber auch noch. Fast eine Streckenübertretung gemacht hier. Ich habe ein bisschen Angst, über den Linksteil der Schikane, über die Curbwurst zu brettern. Da kann man ja eigentlich die Schikane ein bisschen härter mitnehmen. Das können wir vielleicht gleich mal ausprobieren. Das könnte uns noch ein bisschen Zeit geben. Weil man dadurch eher wieder in den Rechtsteil der Schikane einlenken kann und dann natürlich früh aufs Gas steigt. Ja, genau das habe ich gemeint. Das war auch schon abzusehen, dass das ein bisschen zu hart war. Die dicke schwarz-gelbe Wurst sollte man lieber nicht mitnehmen. Aber auch sonst sind die Curbs da ziemlich mies.
Ja, danke an Borsti auf jeden Fall fürs Erstellen. Ich finde diese Zeitfahr-Challenges, auch wenn es jetzt ein bisschen spät kam und ich es etwas verpennt habe, eine sehr geile Sache. Weil es wirklich interessant ist zu sehen, was da so möglich ist. Vor allen Dingen, wenn man sich ja nachher mal die Ergebnisse anguckt, ihr könnt das ja jetzt auch, Link in der Beschreibung natürlich, den aktuellen Zwischenstand reinziehen. Und da sieht man schön, ja, wer alles mitgemacht hat, was für Zeiten die gefahren sind, auf welcher Plattform und mit welcher Bedieneinheit, also Controller oder Lenkrad oder Tastatur oder Querflöte, wie auch immer das gehen soll. Knapp. Da war mal ein bisschen drüber und dann ging der auch schon. Die Tendenz ging nach rechts, das war nicht gut. Aber alles noch im grünen Bereich. Ja, da wird der zu unruhig. Und dann haben wir hier die Linie. Scheiße für rechts, links. Nee, das ist nicht gut. Das lassen wir. Da wird der zu unruhig. Da können wir lieber versuchen, in den Rechtsteil sauber reinzukommen. Das war Runde 3. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen Zeit abschraben können. Also, das jetzt dazu führt. Ja, guck mal. Minus 187. Probieren wir jetzt mal die zweite Schikane ein bisschen härter anzugehen. Auch wenn ich das Gefühl habe und vermute, dass es nicht gut sein wird. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ist ja zum Glück ein Spiel und nicht das echte Leben. Irgendeiner muss es tun. Irgendeiner muss sich opfern. Ich peile die Wurst an. Es geht sogar. Ja, toll. Karre kaputt. Wir haben aber richtig gut Zeit rausgeholt. Also das sollten wir versuchen nochmal. Schaden müsste deaktiviert sein. Also können wir direkt weiterballern hier. Und müssen nicht auf unseren Ersatzfalken umsteigen. Falken. Nicht Falken, natürlich. Ja, das ist aber auch kacke. Jetzt waren wir früher im Rechtsteil, was mir ein bisschen besser gefallen hat, weil wir den Scheitelpunkt da ein bisschen besser mitnehmen konnten, aber dann doch wieder auf den Curbs. Das ist nicht gut. Ruhig, Brauner. Der geht aber auch gut ab, ne? Schon 200 wieder auf dem Tacho. Ja, gut. Wissen wir jetzt Bescheid? Machen wir jetzt eine konzentrierte Runde und bei 1,43 muss es auf jeden Fall drin sein. Top die fette Quilt. Ja, schon früh auf der Bremse. Aber ein bisschen zu früh als zu spät. Konzentration. Nicht getroffen. Ja, geht aber. Kann man machen. Oh, knappe Sache.
Ja, das geht auch einigermaßen. Nicht unbedingt schnell, aber stabil. Jetzt noch die letzte Kurve nicht vergeigen. Sagte er und bremste viel zu spät. Geht aber alles noch. Alles noch in Butter. Ja, was wird das für eine Zeit? Ich krieg mal ein bisschen was Besseres auf jeden Fall hin hier. Ich krieg mal ein bisschen was abgezogen. Ja, 1,46, 7,96, das geht doch. Gleich sind die Reifen auch platt. Also vom Verschleiß her, meine ich. Okay, da haben wir die Strecke geschnitten. War aber auch eh eine sehr komische Anfahrt. Viel zu früh gebremst. War auch einmal super langsam. Okay, das läuft. Ich würde sagen, hiernach machen wir noch eine Runde. Weil das macht echt Laune. Das ist eine schöne Kombination. Wenn man sich halt von den Curbs fernhält. Weil hier selbst so eine kleine Überfahrt, wie im ersten Linksteil jetzt oder auch hier schon, kann das Auto so beunruhigen, sag ich mal, dass es direkt, ja, dass es links so ein bisschen zu springen beginnt und sich dadurch unfassbar schnell eindreht auch. Und das willst du halt nicht so unkontrolliert, wie es da passiert. Scheiße, das war gar nicht gut. Oh, jetzt nochmal Konzentration hier. Tauch mal zu tief ein. Treffe ich nicht. Oh, Scheiße. Das war nicht schnell. Das war gut. Es fühlte sich smooth an. Ich weiß aber nicht, ob da noch so viel Zeit jetzt drin steckt. Weil, naja, die Schikane so zu nehmen, wie wir es in der bisher schnellsten Runde gemacht haben, ist schon, glaube ich, ein sehr schneller Weg. Und hier waren wir auch nicht unbedingt fix. Ja, abwarten, abwarten. Statt Ziellinie wird es zeigen. Untersteuern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, es könnte. Da könnte noch das ein oder andere Zettelchen vielleicht. Könnte man noch abrasieren hier. Na bitte. Guck mal, eine halbe Sekunde sogar. Da ist ja vielleicht noch was drin, aber. Nee, ich glaube, das war's erstmal. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, immer schön mitmachen bei der Zeitfahrer-Challenge und ja, meine Zeit schlagen. Vielleicht motiviert ihr mich ja dann, hier nochmal reinzugucken und müsst da mal die Tabelle im Auge behalten. Vielleicht fahre ich ja dann auf Camera nochmal und lade aber die Runde da natürlich hoch und verlinkt die, weil muss man ja machen. So, bis zur nächsten Folge. Hier Wiederholung und so. Macht's gut. Tschüss.